Aber wenn man so dämlich im Vollspacken spielt, dann geht das halt nicht anders. So. Warum? Oh, das war Luca, oder? Nein, ich bin hier. Das war ein Creep. Auf einmal kommt da so ein hässlicher Verfickter. Ja, bei dir passiert's nie. Ne? Ja, genau. Ja, ey, ich meine, wenn ich da stehe oder auf einmal explodiert irgendwas. Ey, woher kommen diese ganzen verfickten scheiß Creeper, Mann? Ja, so kommen die bei uns immer, nämlich auch immer angegammelt. Angegammelt? Und wer hat das ganze Holz? Wo ist das ganze Holz hin? Jetzt mal ehrlich, das regt mich schon wieder richtig auf. Alles ist immer weg. Wo ist das Holz? Das ist doch nicht. Mann, ey. Läuft. Regt mich richtig auf. Ich glaube, ich mach mit wem anders. Ja. Mach noch mehr Geronimo. Komm mal ein bisschen schummeln. Was willst du da hinpacken, Luca? Wie bitte? Was willst du da hinpacken? Ja, nach was sieht das wohl aus? Ey, hört auf jetzt mit Tint hier rum zu experimentieren. Nein! Das fällt! Noch eins. Ja, da kannst du auch Bambus mal ins Ehen hinpacken. Ja, mach ich schon. Ja. Ups. Luca, ich dachte, du hattest das Holz gefällt. Ja, das ist da irgendwo in der Kiste. Da ist ja nichts mehr. Ja, ich hab's nicht rausgenommen. Hat's bestimmt Fabian. Was? Das ganze Nein. Holz. Aber wieso kommen die ganzen Creeper denn hier vom Berg, ey? Regt einen übelst auf, ne? Hier ist nix. Nix, nur Creeper. Wie die da hinkommen, frage ich mich hier hoch. Manometer. So. Drei. Hier das andere weiße Schaf und so. Und auch das Brownie-Schaf. Geronimo! Bestimmt hat Fabian wieder das ganze Holz. Was? Und dann ist er gestorben. Ja, ich bin nicht tot. Wo ist denn hier? Hier ist gar nichts. Hier ist kein bisschen Holz mehr. Da sind noch 58. Und nichts sonst. Ich kann ja noch was fällen gehen. Das ist gut. Mach ich auch gleich. So und so und dann so und so. Gut, so wird erstmal alles durch Holz ersetzt. Überall laufen geschorene Schafe rum.
Oh, los. Mann, es wird natürlich schon wieder dunkel, oder? Ah, schnell da, schnell rein, ey. Jetzt kommen die ganzen Creeper wieder angegammelt. Ja, ich hacke gerade Dreck weg, ist ja auch egal, so. So. Hier noch zwei Fackeln und dann muss ich hier merken, dass ich da noch höher machen muss, also geht das doch. So kann man das doch anbieten. Geh nur pennen. Ja, ich warte, ich muss noch kurz was machen. Und sieht das hier immerhin schon mal nach Holz, dann noch was Schönes aus, ein schönes Treppenhaus. So kann man doch überleben. Oh, du mit deinem Knochenmark, ey. Ey, warum pflanzt du wieder überall Bäume? Weil wir Holz brauchen, weil ich habe die Bäume abgefällt. Oh, so viel Holz noch nicht, wie viel? Ich habe doch extra gesagt, die hier sollen hier vorne nicht abgeholzt werden. Das sollte so ein kleiner, ja, ein kleiner süßer Wald sein. Okay, und du, Vollidiot, ich muss kurz was trinken. Alter. Alles. Machst mit wieder alles in. Oh. Wie lange halte ich das nicht mehr mit dem durch? So, alles wieder in Ordnung. Also lang, echt. Also lange, lange wird es nicht mehr, wenn das so weitergeht. Und das sehe ich den ersten Creeper. Ich auch. Ja, dann kommt jetzt ins Haus, sonst gibt's auf die Fresse. Lange halte ich das echt nicht mehr mit euch aus. Das ist ja. Und genau 64 Fackeln, ich bin nur ein Fuchs. Weg, 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 weg. So, das sieht jetzt richtig geil aus. Das Fenster leer. Oder geh mal raus. Ey, das ist so ein richtiger Vollidiot. So, jetzt komm rein. Ach, komm, der Creeper kommt. Ja, dann stirb ihn. Scheiße. Ja, zu spät. Nö. Dreckiger Creeper. Na du, Dreckschwein. Ist der weg? Nein, er ist immer noch da und du gehst da jetzt bitte nicht hin. Du kannst ihn gerne da weglocken. Du darfst ja nicht sterben. Was ist ein Arschloch, ey. Wahrscheinlich ja, buddelt er sich jetzt in das Haus rein. Genau. Geh einfach mal in dein Bett, Luca. Da passiert dann irgendwas bestimmt. Luca, sag, wenn du im Bett bist. Ja, warte, Fabio. Komm jetzt rein. Oh, jetzt sag, wenn du im Bett bist. Luca, geh einfach ins Bett. Los. Ja, wo ist das überhaupt? Das ist weg. Irgendwer hat das wieder geklaut. Nein, geh jetzt einfach in irgendein Bett, Mann. Du Blöde. Ich halte es nicht mehr lange durch. Krieg hier einen Rappel. Los, jetzt geh in dein Bett. Hab ich. Nein. Doch. Tot. Mann, das regt mich so auf, ey. Dass die nicht mal so einen Scheißback beheben können. Und ich wir müssen noch mehr fackeln, das ist so abnormal. So, jetzt schmiert mir. Jetzt schmiert meine Eisenspitzhacke. Irgendwas schmiert hier wieder ab. Da, warte. Hast du? Wo ist sie denn? Ja, jetzt hab ich sie. Jetzt hockt er da schon wieder, ey. Ja, der Creeper ist da immer noch. Wow, wow, wow. Ey, du, jetzt, ihr beide bleibt zurück. Wie geht da jetzt ganz? Wir sind doch Experten. Ich geh da mal. Ey, wenn jetzt einer hingeht und der ist sofort weg aus dem Let's Play, ey, ich hab keinen Bock mehr da drauf. Bitte ich! Was willst du jetzt machen? Wo ist der denn überhaupt? Wo ist der? Nein, nein. Wartet. Na komm her, Creeper, komm her. Locken zu mir. Ist es so? Komm her, komm her. Komm, Creeper. Komm. Ja, tot, du fickiger Scheiß-Creeper. Ist ja gar nicht dicht, der Wald. Ey. Jetzt hört auf mit dem ganzen Scheiß hier Wald, ey. Ehrlich. Und dann hackt jetzt ein bisschen Holz. Ja. Boah, ich hab da einen schönen kleinen Wald und ihr macht wieder Scheiße, ey. Ich könnte nicht. Halt jetzt hast du einen großen schönen Wald. Der soll aber nicht so sein, Mann. Drüben ist der zum Abhacken. Ihr hackt hier ab, ihr Vollidioten.
Mann, ey, ich halt echt nicht mehr durch. Dann mach ich, glaube ich, irgendwann. Mit wem war das? Mit wem denn? Keine Ahnung, mit Walitzki. Der ist ruhig. Boah. Zockt der es überhaupt? Nicht viel, aber er hat. Ist wenigstens ein Anfang, ne? Schade, dass es nicht so einen Mod gibt, dass keine Creeper mehr in Minecraft drin sind. Das wäre echt ein hilfreicher Mod. Das wäre aber langweilig. Ja. Nee, das wäre nicht mehr langweilig, das wäre dann endlich mal lustig. Das wäre erleichternd, ne? Ja, dann kann man seinen Enkeln irgendwann mal erzählen, als ich damals Minecraft gespielt hätte, da gab es noch Creeper. Da haben die uns alle hochgesprengt. So, einfach erstmal random alles wegkacken, weil dann werde ich hier mal einen neuen Wald irgendwann anpflanzen. Und natürlich hast du jetzt auch das ganze Knochenmehl verbraucht, ne? Wobei nee. Ich auch da gesagt habe, ja, nein. Ich hab noch viel. Ich bin irgendwie im Baum drin. Ich habe selbst zu, ich hab zu dem Knochenmehl gesagt, nein, und du meintest irgendwie. Du hast gesagt, wir dürfen das benutzen. Naja, du hast gesagt, wir dürfen das benutzen. Nein, das ich habe gesagt. Ihr dürft es nicht sagst, benutzen, frag, aber ich hab gesagt, jetzt ich dürfte das benutzen. Nee. Doch, kannst du ja in deinem Dings dann gucken. Ja, komm, gesagt, komm mal gerne im Let's Play. Aber ich meinte nicht sofort jetzt und dann sollte hier alles zupflanzen. Ah, ich bin doch nur eine Pflanze. Pflanze. Oh Mann. Ich hält's echt nicht mehr lange durch mit dem. Oh, der hilft mir. Was sich selber umbringt. Oh. Wer hat hier TNT hochgesprengt? Keiner. Keiner. Das ja, ist das Loch. TNT. Das war schon so. Das war schon so. Aber noch nicht so. Doch. Jetzt haben wir gar keinen Wald mehr. Das ist erstmal schön und das bleibt auch erstmal so. Ziemlich viel Holz. Ja. Ordentlich Holz. Ja, Luca, gib mal das Holz bitte, was du hast. Und Fabi. Ja, ich mache erstmal Wooden Planks raus. Ist das dumm? Ich will eigentlich das unverarbeitet. Na, jetzt brauche ich erstmal eh nichts mehr. Jetzt habe ich erstmal genug. Ja. Willst du jetzt Holz oder nicht? Erstmal nicht. Vielleicht später. Obwohl, dann jetzt werde ich glaube ich erstmal hier die Wände auch vernünftig machen mit Holz. Telefon. Da hat's mal wieder geklingelt und da ist er, hat er sich auch direkt gemutet. Immerhin ist er lernfähig. Zwar nicht wirklich, aber manchmal. Aztec! Hä? Was war denn das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Aztec. Schöner Name. Oh. Dö. Ach, hier dieser verkackte Dungeon von denen. Also Leute, wenn ihr wisst, warum dieser Schlafbug ist, machen wir irgendwas falsch oder so, dann schreibt es gerne in die Comments. So, dann haben wir jetzt alles erstmal hier wieder... Oh, der hat uns gerade angerufen, ich bin nicht rangegangen. Fair? Leon Solle. So, und Luca, du machst jetzt deine Box erstmal direkt wieder leiser. So besser? Ja. So. Was machen wir denn jetzt? Ich bin gerade dabei, die zweite Etage schon mal so ein bisschen anzufangen.